Hi und herzlich willkommen. Wie du siehst, befinden wir uns in den linearen Funktionen und heute möchte ich mir gerne mit euch gemeinsam einmal ein Gleichungssystem anschauen. Und wenn du einmal in meine Playlist reinschaust, dann hast du natürlich zu allen möglichen Verfahren, die es gibt bei den Gleichungssystemen auch nochmal entsprechende Videos, die du dir dazu genauer anschauen kannst. Und bei den Gleichungssystemen geht es eigentlich um nichts anderes. Als diesen Punkt hier zu finden in dem Fall, wo sowohl der erste Graph als auch der zweite Graph eine gemeinsame Lösung haben. Und wir schauen uns jetzt einmal dazu unser Gleichungssystem an und wir sehen, dass wir in dem Fall ja verschiedene Möglichkeiten hätten, auch das Ganze aufzulösen. Und ich erinnere noch einmal daran, es gibt folgende Möglichkeiten und zwar gibt es einmal das Einsetzungsverfahren. Das zweite wäre dann das Additionsverfahren. Und das dritte natürlich das Gleichsetzungsverfahren. Wobei das Gleichsetzungsverfahren oftmals bei den Schülern auch sehr beliebt ist. Wenn wir uns aber jetzt unser Gleichungssystem einmal anschauen, dann werdet ihr ganz schnell feststellen, dass wir hier nicht nach y aufgelöst haben und somit das Gleichsetzungsverfahren sich nicht wirklich anbietet in dem Fall. Und das Additionsverfahren würde sich theoretisch als solches schon anbieten, das Einsetzungsverfahren eigentlich auch, aber dann müsste ich natürlich dann eine Funktion dann einmal umstellen. Und ich zeige euch einmal, wie man das Ganze mit dem Additionsverfahren machen kann. Theoretisch sind alle möglichen Verfahren auch möglich, ganz klar. Okay, gleich geht's jetzt weiter. Wenn ich mir nun mein Gleichungssystem einmal genauer anschaue, dann bietet sich das, wie gesagt, an, in dem Fall das Additionsverfahren anzuwenden. Und ich muss mir überlegen, wie ich entweder x in dem Fall herausrechnen kann oder y herausrechnen kann. Und da bietet sich es an, beispielsweise indem ich hier diesen Wert nehme, also x, und hier müsste ich in dem Fall ja irgendetwas multiplizieren, damit wir hier irgendwie auf 6 kommen. Und das Ganze natürlich negativ auch noch setzen, sodass sich dann x als solches auch rauskürzt. Und das Ganze machen wir auch, indem wir das Ganze mal, zwar minus 2, multiplizieren. Wir schreiben die erste Funktion nochmal ab. 6x plus 12y ist gleich 30. Und die zweite, die multiplizieren wir mit minus 2. Das heißt also 3 mal minus 2 macht natürlich minus 6x. Und 3 mal minus 2 macht minus 6y und 9 mal 2 macht 18 plus und minus macht minus. Und damit haben wir jetzt die Möglichkeit, das Additionsverfahren als solches auch anzuwenden. Strich wieder unten drunter und wir rechnen das jetzt einmal so zusammen. 6x plus minus 6x, das heißt also 6x minus 6x macht nichts mehr. 12y plus minus, also minus 6y macht in dem Fall dann 6y und 30 plus minus, das heißt also minus 18, macht dann insgesamt 12. Und jetzt kann ich einfach noch nach y umstellen. Ich teile also durch 6, y ist gleich und 12 durch 6 macht 2. Und damit haben wir schon mal unseren y-Wert ausgerechnet. Und können den verwenden, um im zweiten Schritt in eine der jeweiligen Funktionsgleichungen das einzusetzen, um y auch ausrechnen zu können. Okay, ich entscheide mich jetzt mal für die zweite Gleichung und schreibe mir die nochmal hin. 3x plus 3y ist gleich 9. Und ich setze jetzt für y 2 ein. Das heißt also 3x plus 3 mal 2 ist 9. Und hier müssen wir natürlich auf die Rechenregeln auch achten. Ich schreibe also hier nochmal 3x plus und 3 mal 2 macht 6 gleich 9. Okay, also ich muss nach x auflösen, das heißt also minus 6, dann bleibt auf der linken Seite noch 3x stehen, 9 minus 6 macht 3. Ich teile noch durch 3, weil hier steht nichts anderes als 3 mal x, also 3 mal eine Unbekannte, es ergibt 3. Ich schreibe noch x auf die linke Seite und 3 durch 3 macht 1. Und somit haben wir auch den x-Wert bestimmt. Das heißt also, unsere Lösungsmenge
wäre in dem Fall 1 und 2. Oder anders ausgedrückt, der Schnittpunkt für unsere zwei Graphen liegt bei 1, 2, x, y. Und um das einmal zu prüfen, hole ich mir nochmal das Blatt und lege das nochmal drüber. Wir haben ja hier gerade gesagt, der Schnittpunkt liegt bei 1 auf der x-Achse und bei 2 auf der y-Achse. Das heißt, hier gucken wir nochmal bei 1 auf der x-Achse und 2 auf der y-Achse und wir sehen, da finden wir unseren Schnittpunkt wieder. Ja, ich hoffe, dir konnte dieses Video etwas helfen. Lass gerne einen Daumen nach oben hier und wir sehen uns bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.